Hallo zurück zu Ask an Artwork. Ihr konntet uns wieder Fragen stellen, diesmal zu einem Kinderporträt des zu Lebzeiten gefeierten britischen Malers Thomas Lawrence. Ihr könnt es wie immer in der digitalen Sammlung finden. Ich bin Anna Huber, lasst uns gleich loslegen mit der ersten Frage. Die zwei Jungen und das Mädchen mit ihren strahlenden Kinderaugen und roten Bäckchen, das sind die Sprösslinge des britischen Adligen und Parlamentariers Lord George Cavendish und seiner Frau Elizabeth Compton. Thomas Lawrence hat sie im Jahr 1790 gemalt. Da war der erstgeborene William 7, der kleinere Bruder George 5 und die kleine Anne knapp 3 Jahre alt. Voller Leben erscheinen die Geschwister in dem Bild. Deutlich hat der Maler die gute Durchblutung ihrer Hände, Wangen und Lippen betont. Dass die drei so gesund und glücklich aus dem Bild blicken, das ist sicher bewusst in Szene gesetzt. Ende des 18. Jahrhunderts war die Kindersterblichkeit nach wie vor extrem hoch. Da sollte ein so prächtiges Porträt die Lebenskraft des eigenen Nachwuchses unterstreichen. In Großbritannien starb damals rund ein Drittel aller Kinder vor dem 5. Lebensjahr. An dieser Realität änderten auch die privilegierten Umstände der Familie Cavendish nichts. Zwischen 1783 und 1803 wurden insgesamt 11 Geschwister geboren. 5 musste die Familie nach wenigen Monaten oder Jahren begraben. Allein 4 überlebten die Eltern. Ja, warum stehen die Kinder vor dieser schummrigen Waldlandschaft und nicht etwa vor dem standesgemäßen Anwesen der Familie, wie ihr euch gefragt habt? Porträts mit Landschaftshintergrund, die waren damals in Mode. Thomas Lawrence folgte hier Künstlern wie Joshua Reynolds oder dem großartigen Thomas Gainsborough. Aber hinter jeder Mode steckt ja auch ein Zeitgeist, eine Idee. Und in diesem Fall hängt die Naturkulisse wohl mit Idealen der Aufklärung zusammen. Über die Bedeutung von Kindheit, aber auch die Erziehung von Kindern, wurde von aufklärerischen Denkern viel geschrieben. Einflussreiche Philosophen wie John Locke in England oder Jean-Jacques Rousseau in Frankreich forderten dazu auf, Kinder im Freien spielen zu lassen. Ohne die ständige Aufsicht durch Erwachsene sollten sie Natur erfahren und selbstständig ihre Fähigkeiten und Neugierde entfalten können. Im 18. Jahrhundert ein geradezu radikaler Gedanke. In Lawrences Porträt erinnert vor allem die ausladende Geste des kleinen Bruders George und das von der Schulter gerutschte Kleidchen von Anne an solche Vorstellungen von kindlicher Ungezwungenheit. George trägt übrigens einen sogenannten Skeleton Suit, eine echte modische Neuerfindung der Zeit. Der Einteiler sollte kleinen Jungs zwischen 3 und 7 Jahren Bewegungsfreiheit bieten. Neue Konzepte der Kindheit erforderten eben auch neue Kleider. Ob es auf die Frage eine klare Antwort gibt? Der Gestus des Zeigens, der ist bedeutungsvoll, aber auch rätselhaft. Das fängt schon damit an, dass die Kuppe des kleinen Zeigefingers sich exakt auf der Mitte des Gemäldes befindet. Und der große Bruder William, der zeigt nicht nur, sondern er schaut uns dabei an, mit leicht geöffnetem Mund, als würde er sprechen. Er tritt als Vermittler auf. Zwischen Betrachter und Bild, aber auch zwischen der Welt der Erwachsenen und der Kinder. Im Unterschied zu der unbekümmerten Darstellung der kleineren Geschwister nimmt Williams ganzes Erscheinungsbild seine standesgemäße Rolle vorweg. Die eines Staatsmanns, vernunftgeleitet und sprachgewandt. Nicht zuletzt der emporragende Baum hinter dem Erstgeborenen macht klar, hier wird der Stammhalter der Adelsfamilie präsentiert. Williams ausgestreckter Zeigefinger, der ruft für mich aber noch eine ganz andere Assoziation wach. In der europäischen Kunstgeschichte zeigt so vor allem einer, Johannes der Täufer, wenn er Christus erkennt. Exe Agnus Dei, seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünden der Welt. Was soll man damit in einem Kinderporträt anfangen? Naja, vielleicht zeigt der ältere Bruder auf den jüngeren als sündenfreies, unschuldiges Kind. Und das passt wirklich gut in die Zeit des Gemäldes. Denn im 18. Jahrhundert, in den Gedanken der Aufklärung, verbreitete sich die Idee von Kindheit als naturnah und unberührt. Das Leben der Kinder wurde, so wie wir es ja auch noch heute tun, vom Erwachsenendasein getrennt. Naja, das Nachdenken darüber, wie wir Kinder betrachten und was die biologischen und gesellschaftlichen Vorstellungen von Kindheit sind, das ist heute so aktuell wie im Jahr 1790. Einen Aspekt dieses faszinierenden Kinderporträts finde ich dabei besonders interessant. Der so locker, scheinbar schnell gemalte Hintergrund, diese Landschaftskulisse und auch die scheinwerferartige Beleuchtung der Kinder im Vordergrund, die lassen das ganze Bild bühnenhaft erscheinen.
Die drei Kinder, die treten vor uns regelrecht auf. Sie müssen sich ihrem Publikum stellen. Und das erinnert daran, was Kindheit sein kann, das ist entscheidend von den Erwartungen und Vorstellungen der Erwachsenen geprägt. Im Dezember gibt es das nächste Ask an Artwork. Da geht es dann um Ernst Ludwig Kirchners Gemälde Varieté. Wer dazu jetzt schon brennende Fragen hat, der kann die gerne hier in den Kommentaren zum Video loswerden. Über Likes und Abos freuen wir uns immer, aber auch über euren Besuch im Städel-Museum.